Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Heute aus einer unserer Vorführfahrzeuge, einem 6 Meter Tournee. Warum bin ich hier? Weil das Fahrzeug haben wir angefangen so ein bisschen zu modifizieren und hier haben wir auch eine Glesana verbaut. Und zu dieser Glesana möchte ich euch so ein bisschen ein Update geben. Ein Update von was hat Glesana vor, was hat Glesana bereits verändert und was kommt vielleicht noch alles Neues dazu, wie zum Beispiel ein Urinbehälter-Einsatz, der bald lieferbar ist. Der kommt dann in die Folie rein, kann man reinstellen, wieder rausnehmen und entsprechend ausleeren. Bei uns wird er lieferbar sein, ich denke mal so ab KW 30. Update, es gibt ein aktuell neues Update von der Glesana, auch da möchte ich euch mitnehmen, wie führen wir das Update durch, was muss man alles machen und welche Seriennummern, sprich Updates gibt es denn eigentlich? Ich habe mir da einen Zettel vorbereitet. Es gab nämlich die erste Version 5.22, ich muss immer ein wenig spicken, weil das liegt da, gibt es die Version 0.1.78 und /79. Hier sollte man unbedingt ein Update machen. Das wiederum sieht man, wenn man die Glesana startet. Dann kommt so ein Hieroglyphenzeug und da steht unter mein, ich blende es mal ein, da war, was dann kommt und wie das Ganze dann ausschaut. Und da steht nämlich auch die Softwareversion. Dann gab es ab 12.23 die 01.81/82, also 81 oder 82, die waren dann schon relativ aktuell. Und jetzt ganz aktuell gibt es die Software 01.91. Und die gehen wir jetzt einfach mal miteinander durch, was sich da alles verändert hat und was in Zukunft vielleicht alles noch kommt. Und dazu gehen wir jetzt mal ran an die Glesana. Hier haben wir das gute Stück stehen, montiert, fix und fertig in einem Tournee in unserem Vorführfahrzeug. Tolle Geschichte, die Glesana kennt er, eine Folientoilette, wir machen hier auf, hier innen ist die Folie, da macht man sein Geschäft rein, wunderbar. Und genau hier kommt auch der Einsatz rein, sprich der Einsatz, wo man dann den Urinbehälter reintun kann, wie bei einer Trockentrenntoilette, den nimmt man dann einfach raus, man muss da keine Folie mehr machen und entleert diesen. Zum Zweiten, was neu kommen wird. In Düsseldorf wird sich da bestimmt einiges tun. Ich habe da auch schon ein bisschen vorgefühlt, folientechnisch. Glesana hat da einen ziemlich tollen Durchbruch und hat eine, ja, wie nenne ich das jetzt? Biologische Folie ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber doch eine sehr, sehr biologische Folie. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Wenn ich nicht falsch informiert bin, ist das, glaube ich, sogar aus Maisextrakte oder keine Ahnung ganz genau, da fragen wir dann letztlich Glesana in Düsseldorf, die haben da natürlich auch noch nicht so viel durchblicken lassen. Ich weiß nur, dass da ganz viel kommt und dass auch im Folienbereich eine sehr, sehr große Nachhaltigkeit kommen wird, was grundsätzlich eine sehr interessante Geschichte ist. Ich persönlich habe auch mit der jetzigen Folie kein Problem. Mit Umweltgedanken sage ich immer, muss man immer aufpassen, weil hier ist überall Plastik. Unsere Wohnmobile, die sind sehr stark plastiklastig und Umweltgedanke hin oder her. Das Ganze kommt in die Müllverbrennung und da wird auch entsprechend der gelbe Sack entsorgt. Die Müllverbrennungen kaufen ja auch viele gelbe Säcke zu. Das ist keine Spinnerei, sondern es ist so, weil die Brennkraft einfach nicht mehr reicht. Also die sind froh, wenn sie mal was Vernünftiges zu brennen haben. Unsere Plastiktüten landen nicht im Meer, landen nicht irgendwo, sondern kommen der Müllverbrennung zugute. Funktionsprinzip ist, ich mache hier mein Geschäft rein, drücke hier kleinen oder großen Kreis und dann geht die Tüte ab hier rein in den Behälter. Ich sage immer noch, macht hier eine Mülltüte rein, eine große. Bis zu 6 Päckchen können hier reinfallen und die nehme ich dann, mache einen Knoten rein und schmeiße einfach in den Abfall. In jeden Restmüll kann man das entsorgen und das ist eben das Geschickte und das Tolle an der Toilette, dass man das tun kann, weil somit ist man nämlich wirklich ganz schön autark. Restmülltonnen gibt es an jedem Parkplatz, egal wo, Wanderparkplatz, Stellplätze, ist wurscht. Die kann ich überall auffinden und dementsprechend ohne Probleme entsorgen.
Der menschliche Urin, wie der menschliche Hinterlassenschaften grundsätzlich, haben in der Natur nichts zu suchen. Das ist nämlich so ein Punkt, wo sich bei der Trockentrenntoilette oft der Geist scheidet, weil viele sagen, ja gut, kippe ich halt meinen Urinbehälter mal schnell ums Eck ins Gras, macht ja nichts, tunlichst verboten. Ich argumentiere immer oder sage es immer, die 10 Euro Bußgeld, wenn ich von der Polizei erwischt werde, weil ich an dem Baum pinkel, bekomme ich nicht, welcher Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die bekomme ich, weil menschliche Hinterlassenschaften schlichtweg in der Natur nichts zu suchen haben. Warum ist es so? Ganz einfach, wir wissen alle nicht, welche Medikamente das wir nehmen oder was da genommen wird. Das letztlich und die Ausscheidungen, die dann mit dem Medikament verseucht sind, starke Antibiotika, Herzmittel, weiß der Teufel, das gelangt dann letztlich ins Grundwasser und vergiftet dieses. Genauso Trockentrenntoiletten entsorgen auf den Kompost, tunlichst verboten, weil auch hier genau das gleiche zugreift. Nimm ich schwere Medikamente, nimm ich irgendwas, hat das nichts im Kompost, gerade im Kompost, juhu, das waren dann richtige Antibiotika-Kartoffeln. Das ist auch schlichtweg verboten. Also muss man auch diese Hinterlassenschaft in den Restmüll entsorgen. Nichts anderes mache ich hier. Ich entsorge auch das in dem Restmüll. Der Urin gehört in die Toilette oder eben auf den Restmüll. Ganz einfache Geschichte und dann ist das Ganze erledigt. So, jetzt widmen wir uns mal dem Update, wie das funktioniert. Wir brauchen einen Windows-PC. Wir drehen die Toilette. Hier hinten ist ein Lüftungsgitter auf der Rückseite. Wenn ihr auf der Position nicht rankommt oder auf der Position nicht rankommt, dann kann man immer noch unten den Sockel aufdrehen. Ihr seht es aber hier, da ist das Lüftungsgitter. Das klipsen wir jetzt einfach raus. Da müssen wir unser Kabel anschließen und dann geht es auch schon los mit unserem Update. So, das Kabel haben wir verbunden. Da hinten steckt es dran. Mal schauen, ob man das einfangen kann. Ich verlinke euch natürlich auch noch das Klesana Update Video, wie es genau geht, weil im Detail genauso kann ich es jetzt hier nicht zeigen. Gibt es dann auch noch ein genaues Detailvideo, wo man letztlich das Update durchführen kann. Wenn ihr aber meint, beziehungsweise wenn ihr sagt, nee, das muss der Fachmann machen, kein Problem, auch wir bieten das an. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen und könnt bei uns das Update machen lassen. So. Hier drückt man auf Update, die Software muss man runterlassen, dann gehen wir als erstes die Seriennummer ein und die E-Mail-Adresse, das werde ich jetzt gleich mal tun und dann geht es auch schon los. So, nachdem wir jetzt die ganzen Daten hier eingetragen haben, können wir jetzt auch auf OK drücken. Das heißt, die Seriennummer ist drin, meine E-Mail-Adresse ist drin und nun können wir, laden Sie die Installation der neuen Software herunter, die neue Software herunterladen. Das haben wir jetzt somit getan. Hier oben sehen wir Download-File, bla bla bla. 0191 ist die Thematik. Jetzt stecken wir das Ganze an und nun auf OK. Jetzt müssen wir eine leichte Tastenkombination durchführen und dann können wir auch schon loslegen. Ich muss jetzt dazu allerdings die Kamera kurz auf die Seite legen und dann fangen wir da gleich an und machen weiter. Nun habe ich meine Tastenkombination gedrückt, bereit zum Programmieren, das tun wir und jetzt sehen wir, dass das alles hier runterspult. Jetzt wird die Software übertragen auf die neue Toilette oder auf die vorhandene Toilette. Der ganze Bug wird dementsprechend überspielt oder wie man das softwaretechnisch nennt, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Zack und fertig, die Software startet neu, wir schreiten auf OK und das war's und schon haben wir die neue Software drauf. Vom Grundsatz her schaut das Ganze jetzt genau gleich aus. Der einzige Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Beutel mache, dann steht hier der Buchstabe S. Früher war natürlich, ich weiß gar nicht, was vorher drauf gestanden war, aber jetzt weiß man sofort, ich habe den kleinen Beutel gewählt. Hier steht dann L, wenn man zweimal drückt XL, hier XS. Dann haben wir noch den Vorteil, es ist egal, wann ich die Schere drücke. Früher musste man immer erst die Schere drücken, dann dementsprechend den Beutel aktivieren. Jetzt ist es wurscht. Jetzt können wir, ich glaube, vorher oder nachher, spielt gar keine Rolle. Wenn man einen Einzelbeutel macht, drückt man erst den Kreis, dann die Schere, dann wird der Beutel abgetrennt und dementsprechend
geschnitten. Also all das hat sich so ein bisschen verändert. Natürlich sind auch ein Haufen Fehlercodes noch rausgenommen worden, damit verschiedene Dinge da drin nicht mehr funktionieren oder besser funktionieren vom Ablauf her. Der Verschweißvorgang dauert eine Minute. Sind so ein paar Kleinigkeiten anders, neu. Dementsprechend die Optik schaut ein bisschen anders aus. Auch wenn man die Toilette einschaltet, beim Hochfahren kommen nicht mehr die ganzen Hieroglyphen. Dann kann man verschiedene Dinge auch abfragen. Das können wir jetzt mal angucken. Wenn ich jetzt hier den Behälter aufmache, dann sehen wir ja, dass hier das Rot leuchtet. Drück jetzt auf den kleinen Kreis, dann kommt, wir haben jetzt 48 Verschweißvorgänge, wir haben 20 Trennungen. Total sind es dann 86 Zyklen, wo hier vollbracht worden sind, kann man zum Beispiel abrufen. Das ist schon eine tolle Sache. Hier haben wir wieder die Zahl, wo wir reinschieben. Dementsprechend hat man immer natürlich auch das Kennzeichnen, wenn irgendwas offen ist, aber das war ja schon, also das ist nichts Neues. Schauen wir uns das auch mal an, wie das ausschaut, wenn sie neu hochfährt. Wir machen hier einfach an. Wir sehen, es läuft nur noch der Kreis, das heißt, es laufen keine solche Hieroglyphen mehr durch. Das schaut alles ein bisschen schicker und professioneller aus. Also echt, alles in allem jetzt eine tolle, runde Sache. Also das Software-Update hat sich wirklich gelohnt, weil es auch wirklich viele Erneuerungen gibt. Und welche das genau im Einzelnen sind, linke ich euch nochmal drüber über das Video, damit ihr da informiert seid. Ja, so, das war's. So funktioniert das Update bei der Glisana. Wir bieten das für euch an. Ihr könnt euch ganz kontaktieren, wenn ihr auf der Route seid. Wir machen das für euch. Wir haben ja auch schon sehr, sehr viel Glisanas verbaut. In der Woche sind es locker 4 bis 5 Stück. Wenn wir das hochrechnen, habe ich schon weit über 100 Toiletten verbaut. Also überhaupt kein Problem. Wenn wir da für euch das tun können, gehe ich ja einen kleinen Beitrag. Das ist natürlich ein bisschen Zeit. Ich müsste jetzt mal genau nachschauen. Aber ich glaube so um die 50 Euro. Dann spielen wir euch die neue Software auf, prüfen die ganze Toilette einmal kurz durch und alles ist schick. Dann müsst ihr euch gar nicht selber bemühen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Erneuerungen sind schick mit der Folie, die ganze Thematik mit dem Urinbehälter. Dann kann ich nur was verraten. Es wird allerdings nur ein bisschen dauern. Gibt auch noch eine neue Klobrille vielleicht. Da sind sie auch noch dran. Also Glisana ist da wirklich dahinterher. Und ich bin nach wie vor begeistert von der Toilette, weil das einfach ein Hammerteil ist. Sie ist autark, sie ist sauber, die kommt aus dem medizinischen Bereich, von der Brille ab, zieht die Folie gleich hoppala, nach unten. Somit ist die auch immer klinisch sauber. Man hat einfach ja, wesentlich weniger Probleme, Entsorgung überhaupt kein Problem, Restmülltonnen gibt es überall, also ich kann mir da immer helfen. Ich kann die Feuchttücher nutzen, ich kann fünflagiges Toilettenpapier nutzen, ich kann großes wie kleines Geschäft da reinmachen, ich kann schlechtes Essen wegschmeißen, ich kann meinen Stinkerkäse einschweißen oder. Also da hat man ganz viele, viele Möglichkeiten, wo man tun kann. Und warum soll man das nicht nutzen? Warum soll ich das nicht tun? Also so eine Glisana-Toilette hat schon echt Riesenvorteile. Meiner Meinung nach mehr Vorteile wie jede Trockentrenntoilette. Bisschen schwierig, Urinbehälter muss jeden Tag geleert werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Jeder hat so sein Favorit. Natürlich haben auch Trockentrenntoiletten ihre Berechtigungen und ihr Dasein. Also für mich ist es nur schon sehr, sehr cool. Ich habe sie selber in meinem Fahrzeug und mein Fazit ist einfach, ich bin stolz, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich war in Schweden unterwegs, Entsorgung in Schweden, ja, nicht immer so toll. Entleerungsstationen stehen Schweden auf die Stellplätze, nicht überall, aber Restmülltonnen habe ich überall. Somit wird es alles der Müllverbrennung zugeführt, wird verbrannt, anstandslos weg und schon ist alles schick. Also, in diesem Sinne, das war das kleine Update zu Glisana und ich freue mich über ein Like von euch, genauso wie beim Abo, wenn ihr ganz verrückt seid. Und dann freue ich mich natürlich noch mit euch aufs nächste Video. Also, bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf, euer Micha.